Mein Gedächtnis ist nicht besonders gut, trotzdem aber vergesse ich ein Ereignis nicht. Es ist circa 45 Jahre her, da war ich autostoppend unterwegs von Wels in die Heimat nach Eberstadtzell. Und da hat mich jemand mitgenommen und nach wenigen Minuten hat mich der Lenker gefragt: Hast du ewiges Leben? Hast du ewiges Leben? Ich glaube schon an Gott, habe ich gesagt. Ja, hast du jetzt ewiges Leben oder nicht? Ich glaube schon, dass ich in den Himmel komme, oder ich hoffe, dass ich in den Himmel komme. Na, hast du jetzt ewiges Leben oder nicht? Der Lenker war beim Fragen hartnäckig und hat dann, wie es Lehrer tun, selbst die Antwort gegeben. Und die Antwort war ein Satz, den Jesus sagt. Nämlich, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Man bedenke, er hat es. Nicht, er wird es bekommen. Durch den Glauben hast du solche Gemeinschaft mit Jesus, dass das Leben Jesu jetzt zu deinem Leben wird. Du hast sein Leben, das ist ein göttliches Leben und somit ein ewiges Leben. So ausführlich hat es der Lenker damals, es war der Leitinger Karl, nicht gemacht. Aber inzwischen habe ich ja nachstudiert, wie das sich so verhält. Und er hat damals auf jeden Fall sich auf das Wort Jesu verlassen und hat mir einen wichtigen Gedanken mit ins Leben gegeben. Nachdem ich müde geworden bin, an Autos herumzutasten, habe ich begonnen, mich den Menschen zuzuwenden und dafür habe ich die Aufbaumittelschule in Hoorn besucht. Morgen übrigens habe ich 35-jähriges Klassentreffen dort in Niederösterreich. Und dort in Hoorn hat sich Folgendes ereignet. Wiederum eine interessante Begebenheit für mich. Wir haben einen Jugendgottesdienst gestaltet und haben in der Schule alle Schüler eingeladen. Und weil es im Anschluss an diese Jugendmesse auch eine Akappe, Brötchen und ein Getränk gegeben hat, sind relativ viele gekommen. Unter anderem war ein Klassenkollege dabei, der kein Christ war, sondern ein Muslime. Der hat halt die Feier so beobachtet und später, wie wir beim Getränk gestanden sind, hat er gefragt: Du Paul, was bekommt ihr denn da für weiße Tabletten? Was bekommt ihr denn da für weiße Tabletten? Jetzt kannst du einem Muslimen erklären, was das Christsein, was die Heilige Messe ist, was die Heilige Eucharistie ist und wie du durch die Feier der Heiligen Eucharistie zu einem, sagen wir, vollkommenen Christen, zu einem Heiligen werden kannst, könntest oder sollst. Ich weiß nicht mehr genau, wie präzise ich ihm erklären konnte, was das bedeutet für uns Christen, wenn wir so weiße Tabletten bekommen. Aber die Frage war gar nicht so dumm gestellt. Auf jeden Fall ist es ein Heilmittel. Und so viele Menschen nehmen Medikamente, nehmen Heilmittel, ohne genau zu wissen, wie dann das so funktioniert. Aber es macht gesund, wenn die anderen Weisungen des Arztes, des Therapeuten, wenn die anderen Weisungen Jesu auch beachtet werden. Denn Umfragen haben ergeben, dass 80
85% der Patienten ungehorsam sind und sich nicht an das halten, was ihnen die Frau Doktor oder der Herr Doktor vorschreibt. Sie machen zu wenig Bewegung, ernähren sich ungesund, rauchen zu viel, konsumieren Verkehrtes etc. Wenn wir uns das Heilmittel schenken lassen, die heilige Eucharistie, und das andere beachten, was uns Jesus dazu sagt, dann können wir sicher sein, dass dieses Heilmittel, diese heilige Eucharistie, all das bewirkt, wozu es uns gegeben wird. Es braucht unseren Glauben, damit Jesus bei uns als Person, als Gott und Mensch, und zwar als Auferstandener, richtig ankommen kann. Vollkommenes Christsein besteht darin, dass Christus vollkommen ankommen konnte. Ich habe heute einen kleinen Jungen taufen dürfen und es ist die Frage, wird es Christus gelingen, sich in diesem Menschen sozusagen zu verwirklichen? Schließlich ist ja Christus derjenige, der den Menschen, den natürlichen Menschen, zum Christen macht. Wir bringen unsere Menschennatur, die wir durch die Mutter bekommen haben, und Gott schenkt uns in der Taufe, in den Sakramenten, in der heiligen Eucharistie, das göttliche Leben. Und wenn jetzt ein Mensch die heilige Eucharistie empfängt, ja, dann darf ich ihm sagen, dass für dich dasselbe gilt, was der Engel der Gottesmutter Maria gesagt hat. Du bist voll der Gnade. Du hast alles das, was du brauchst. Gott selbst hat sich dir geschenkt. Wie ich Heimatgemütz gefeiert habe im Jahre 1991, viele von euch waren dabei und haben mir ein schönes Fest bereitet, da ist auch eine Lehrerin, eine Professorin hier in Eberstadt gewesen, hat mir ein kleines Geschenk gemacht, ein Büchlein, aber was sie dazu geschrieben hat, das hat mich tief beeindruckt. Sie hat geschrieben, was soll man einem Menschen, der Gott hat, noch schenken? Und ich meine auch, das gilt für uns alle. Wenn wir uns Gott schenken lassen, dann sind alle übrigen Geschenke praktisch nichts. Aber sich Gott schenken lassen, das ist das große Ereignis. Der heilige Augustinus, Bischof, der hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis er Christ geworden ist, bis dass er voll begriffen hat, wer er sein kann. Dieser Bischof Augustinus hat der Kirchengemeinde beim Empfang der heiligen Eucharistie immer wieder gesagt, empfangt, was ihr seid und seid, was ihr empfangt. Leib Christi. Also einerseits empfangen wir den Leib Christi, andererseits sind wir Leib Christi, weil Christus selbst in unser Leben hinein auferstanden ist. Und das ist das ganz große Ereignis. Nun gibt es, mit den Ministranten habe ich gesprochen in der Sakristei, ob ich reden, ob ich länger predigen kann als der Herr Pfarrer, können du es, ich traue mich aber nicht. Ich kann dir eine Kurzfassung machen. Also, damit ein Mensch zum vollkommenen Christen wird, braucht es nicht.
nicht nur diesen Glauben, der Christus vollkommen ankommen lässt, den braucht es. Bei vielen mangelt es ein bisschen an diesem Glauben. Also Christus will vollkommen ankommen in einem Menschen, das ist das eine. Aber wir stellen auch fest, dass es noch ein anderes Thema oder Problem gibt, einen anderen Haken gibt. Nämlich, Fachleute haben festgestellt, und ich beobachte es auch, dass sehr viele Menschen sich selbst nicht richtig ins Spiel bringen. Und vielleicht wissen wir es aus zwischenmenschlicher Begegnung, Beziehung, Freundschaft, Ehe oder was auch immer. Wenn jemand sich nicht richtig einbringt, ist es natürlich eine halbe Sache. Und so auch in der Gottesbeziehung, so auch in der Beziehung zu Jesus. Und ich zitiere jetzt den Eugen Bieser, der ist ein Schüler von Romano Guardini. Und dieser Eugen Bieser, im hohen Alter, 91 Jahre, vor wenigen Jahren verstorben, dieser hat es auf eine vielleicht ungewöhnliche Weise formuliert, aber ich meine, wir können ihn verstehen. Dieser Eugen Bieser meint, nichts rächt sich schrecklicher als die Tatsache, dass die meisten von uns, sei es aus Angst, Kleinmut oder Unschlüssigkeit, einen nur unvollkommenen Gebrauch von sich selber machen. Menschen machen nur einen recht unvollkommenen Gebrauch von sich selber. Sie bringen sich nicht ins Spiel. Sie bleiben irgendwie Außenstehende. Sie bleiben Beobachter. Aber sie setzen nicht alles ein. Nochmals, das gilt im zwischenmenschlichen Bereich und das gilt in der Gottesbeziehung. Was hilft es, wenn einer von beiden sich voll einbringt und der andere eben nicht? Manches gelingt nur, wenn beide sich voll einbringen. Und die Theologen wissen ja, dass die Gnade, also alles, was von Gott kommt, auf die menschliche Natur aufbaut. Und wenn jetzt keine Menschennatur sich einbringen will, wo soll die Gnade sozusagen landen, ankommen, Fleisch und Blut werden, sich inkarnieren? Also, das ist ein Problem der Christenheit, dass so viele, die sich Christen nennen, ihr Menschsein nicht richtig ins Spiel bringen. So sagt Eugen Bieser, und ich schließe diesen Gedanken, er sagt, nur demjenigen, der sich selbst voll einbringt, gelingt die helfende Handreichung für die anderen. Nur ihm springen die Tore des Glücks auf und nur er kann sie für andere öffnen. Also, das ist so meine Einladung. Einerseits das eigene Menschsein voll entdecken, voll entfalten und voll ins Spiel bringen. Einen Totaleinsatz, ein Totalexperiment wagen, sich selbst voll ins Spiel bringen und Gott vollkommen ankommen lassen. Und ich freue mich über die Pfarrgemeinde hier, weil, wie der Apostel Paulus sagt, weil wir alle die Glieder eines einzigen Leibes sind und der Leib heißt Jesus Christus. Er selbst ist die Seele dieses Leibes, er gibt das Leben, er gibt gleichsam eine Dauerinfusion, eine Lebenstransfusion, sodass das Leben Jesu
unser Leben wird. Und das ist dann das große Geschenk, das wir unserer Mitwelt machen dürfen. Die Christen leben nach dem Motto: Wie Gott mir, so ich dir. Werde ich von Gott geliebt vor jeder Leistung und trotz aller Schuld, dann will ich dich auch lieben, bevor du mit irgendwelchen Leistungen auftrittst. Wie Gott mir, so ich dir. Wir Christen wissen, dass die Hauptbeziehung die Gottesbeziehung ist. Und aus dieser Hauptbeziehung werden alle anderen Beziehungen, Freundschaften, Gemeinschaften genährt, gestaltet, erhalten. Und das Gleichnis, das uns Jesus sagt vom Weinstock und der Weinrebe, sagt ganz deutlich, er selbst ist das Leben, der Nahversorger in uns, und unsere Begabung, unsere Natur ist wie die Rebe. Durch uns bringt er Früchte. Und es ist wichtig, egal ob wir Seelsorgerinnen und Seelsorger für andere sind, hauptberuflich oder ehrenamtlich, es ist wichtig, dass wir selbst wissen, nicht der Christ ist Weinstock für andere, sondern Christus selbst. Und wenn Menschen zu sehr an dir, Pater Tassilo, hängen, sagen ihnen, Christus ist dein Weinstock. Christus ist der Weinstock der Christen. Also, niemand braucht für andere Weinstock sein und niemand soll einen anderen zu seinem Weinstock erklären. Das wäre auch für Eheleute ganz bedeutend, dass sie nicht meinen, irgendein braver, guter Mensch muss mir das geben, was mir Christus gibt. Es soll genügen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich über das Wachstum.